Ich habe mich so gefreut, dass ich so schöne Zusendungen bekommen habe. Jeder Percy-Igel, oder ich glaube, das war der Emil, hat anders ausgesehen. Dankeschön für die schönen, schönen Zusendungen hier. Ein paar Bilder von euch. Zwei müssen sich noch melden. Die bekommen noch eine Kleinigkeit. Das ist jetzt der erste Platz. Das hier war ja mein Percy. Und die erste Gewinnerin, also der erste Platz, bekommt dieses Slytherin-Set. Auch mit tollen Inhalt, einfach mal zum Ausprobieren. Ist ein kleines Set, am schönsten finde ich eigentlich, muss ich sagen, die Dose. Das Ganze ist vom Top, ist sehr stabil, da könnt ihr auch Knöpfe, also ich habe auch eins mir gekauft. Die kosten nur 4, 5 Euro waren die in der Aktion. Verlinke ich euch auch gerne. Dann die schönen Butinettenhäschen, die sind aus Filz. Die hatte ich noch vom letzten Jahr, die gibt es aber auch noch von Butinette. Ich kann es euch auch gerne unten mal raussuchen. Infobox, da drückt ihr einfach dieses Dreieck rechts und dann wird die Infobox angezeigt, weil mich viele das immer fragen, manche wissen es aber auch. Da bekommt die Gewinnerin auch 5 Stück. Da möchte ich nämlich noch was zu Ostern machen und dann hat sie es nämlich auch gleich. Dann die schönen Blumen, die verwende ich ganz gern für die Deko. Die sind gestickt und die gibt es auf einem großen Panel und diese schönen Handmade-Labels. Es gibt welche, die man nur aufnäht. Und die anderen, die bügelt man auf. Das seht ihr hier. Das glänzt so leicht. Also das bügelt man auf. Ich würde es euch aber trotzdem noch empfehlen, links und rechts ein bisschen anzunähen, weil wenn ihr es öfters wäscht, dann kann schon sein, dass der Kleber sich ein bisschen löst. So, dann nochmal 2 Ringe. Das könnt ihr mir auch gut für so Schlüsselanhänger nehmen oder andere kleine Dinge von jedem 2 Stück. Oder wenn du kleine Taschen nähen möchtest, da kannst du das auch drauf machen. Aber für Schlüsselanhänger finde ich es auch ganz praktisch. Auch schön geflochten vielleicht und dann was genäht. Ist halt so schön, dass unsere kreative Art so viele Facetten hat. Noch ein schöner Baumwollstoff. Könnte ich mir auch gut als Nähmaschinenhaube vorstellen. Das muss ich auch noch nähen. Das habe ich mir auch noch vorgenommen. Dann auch was Schönes noch zum Besticken. Dann bekommst du einen Korkstoff. Hier einen sehr weichen Korkstoff. Will ich auch ein bisschen demnächst verarbeiten. Also heb den auf, falls du das nachnähen möchtest. Auch nochmal diesen schönen, da habe ich ja diese schönen Ecken, diese Platzdeckchen genäht mit diesem Kork. Und Kork lässt sich auch schön nähen. Aber hier bitte bedenken, am besten, dass ihr dann Teflon-Nähfuß habt. Da habe ich auch einen günstigen. Dann noch einen schönen Osterstoff. Den habe ich von Butinette gekauft. Den gibt es in so einem Osterset. Suche ich euch auch gerne raus, wenn ich ihn noch finde. Der ist noch vom letzten Jahr, aber ich glaube, das wiederholt sich. Und mein schöner Vintage-Stoff. Verlinke ich euch auch gerne. Den müsste ich vielleicht noch bügeln. Das mache ich noch. Das packe ich alles mit ein. Das bekommt meine liebe erste Gewinnerin. Und jetzt geht es dann auch schon zur nächsten Verlosung. Ich habe nämlich ein schönes Paket bekommen von meinestoffpakete.de. Und ihr seht schon, ich packe das auf und sehr vorsichtig auf. Für mich ist das auch immer eine Überraschung. Was bekomme ich da? Ist es ein Stoff, der mir gefällt, auch die Qualität. Und ich bin echt so happy, weil der Stoff, der ist nämlich für mich. Ich möchte mir ein Langarm-T-Shirt oder ein T-Shirt, eigentlich so ein Dreiviertelarm nähen für mich selbst. Also nicht für meine Kinder, ich will jetzt mal für mich was machen. Und da habe ich einfach nach einem Stoff gesucht, den ich auch leger auch vielleicht für die Arbeit nutzen kann. Jetzt zeige ich euch das schnell noch auf meine Stoffpakete. Da kriegt ihr auch nämlich immer Bündchen und auch eine kleine Überraschung ab 30 Euro. Finde ich ganz schön und ihr bekommt auch die Lieferung schnell. Einfach Jeans-Optik eingeben. Das ist ein Jersey-Stoff. Ich hatte das damals für die Kinder schon, so Hosen, und es war so schön weich. Und ich dachte mir, hoffentlich ist das auch so. Und Gott sei Dank, also ich bin ganz begeistert von dem Stoff, kann ich empfehlen. Und er ist halt auch ein bisschen anders von der Art. Es ist kein Unistoff, sondern schaut ein bisschen so marmoriert aus. Gibt es in verschiedenen Farben, auch in diesen lila oder auch türkise Art. Ihr habt viele Variationen. Sie hat eine schöne Auswahl, also ruhig mal vorbeischauen. Und ja, ich bin echt wirklich happy, dass der so schön weich ist. Und es ist doch wichtig, dass du auch was gern trägst, was du nähst. Nicht nur, dass es schön ausschaut. Mittlerweile achte ich eigentlich mehr auf die Qualität und dann, wie schaut es aus. Früher, noch in der Jugend, war das ein bisschen anders. Aber jetzt will ich mich einfach in den Sachen auch wohlfühlen. Und da freue ich mich dann schon, dass ich mich da mal am Abend, könnte ich mir auch gut als Kleid vorstellen. Mal schauen, was draus wird. Das war jetzt 1,5 Meter. Ich brauche 1,3 Meter Lautschnittmuster. Ja, ich werde mal sehen. Und wenn es auch mir gelingt, folgt mir auf Instagram. Da zeige ich euch auf jeden Fall, wie es ausschaut. Dann bekommt ihr natürlich immer passend dazu ein schönes Bündchen. Und ich habe mir noch eine Zwillingsnadel geholt, eine neue. Und zwar eine für Stretch. Weil die brauche ich dann auch, wenn ich dann auch die ganzen Nähte an den Schultern und unten abnähe. Und ja,
Das mache ich dann. Es sind auch immer so süße Accessoires, kleine dabei. Und der gefällt mir besonders gut. Und zwar möchte ich da eine Babydecke machen. Das ist ein Jersey-Stoff. Ist auch schön angenehm. Und kombinieren werde ich den auch mit ein bisschen der Waffeloptik. Das habe ich letztes Mal euch vorgestellt, auch den Stoff. Der ist auch von meinestoffpakete.de. Dann habe ich mir noch einen French Terry rausgesucht, falls ihr nicht wisst, was ein French Terry ist. Und zwar gibt es immer das ein Sweetstoff. Es gibt immer Winter und immer auch Sommer Sweet. Also von daher schaut der ganz normal aus wie ein Jersey und hinten ist der einfach beflockt. Winter Sweet ist dann einfach so ein wenig kuscheliger, ein wenig so aufgeflockt. Und der Sommer Sweet ist natürlich nicht so dick und warm. Dann noch einen schönen Musselin. Da geht es um Spucktücher. Ich möchte dann so ein kleines Baby... ja, so ein Kombi-Video machen, wo wir dann Babydecke nähen, Spucktücher, einfach so schnell Stoffrüste vielleicht auch. Eigentlich eine sehr gute Qualität, wo ich mir denke, ich möchte ja nicht da auch ein kleines Halstuch haben, aber na gut, das ist jetzt alles mal für die Geschenkebox. Sehr schön, finde ich auch schön für ein Mädchen. Da werde ich, denke ich, das auch vielleicht ein bisschen mit Rosa oder Malve, also Malve, die Farbe, die ein bisschen so ins Lila reingeht, da habe ich ja schon sehr viel Stoffe gehabt, die kombinieren sich, finde ich, auch gut, aber auch weiß. Da werde ich natürlich Frotte einnähen, dass es gut saugfähig ist, auch da ist Multen eigentlich immer ganz gut. Und jetzt geht es zum Verlosungspaket. Ja, das war jetzt für mich auch ein bisschen eine Überraschung, was für euch da drin ist. Verlost wird jetzt, was ich euch alles vorstelle. Das ist ein Jersey, ein total schönes Motiv. Das ist so, ja, Cloudy Rainbow. Es ist immer noch sehr aktuell, auch mit den Türkis- und Senffarben Ocker kombiniert. Der Jersey fühlt sich auch sehr weich an. Es ist ein sehr schöner Jersey. Ihr müsst jetzt natürlich da auch keine Babyjacken nähen, wenn ihr noch nicht so weit seid. Das könnt ihr auch gut kombinieren. Also mir fallen da ganz viele Dinge ein. Es ist auch ein neutraler Jersey dabei, der genau passt. Der Wallwalk, der ist atmungsaktiv, der hält euch warm, ist wasserabweisend und 100% aus Schurwolle. Also ist ein Naturprodukt, könnt ihr gerne mit Jersey-Nadeln machen und ist auch ein Projekt für Anfänger eigentlich, weil er sich wirklich schön vernähen lässt. Franzt nicht aus, könnt ihr zuschneiden. So leicht dehnbar ist er. Also wie gesagt, Jersey-Nadel ist ganz gut. Und da könnt ihr gut so, so diese trendigen Walk-Anzüge machen. Oder auch Handschuhe. Oder ich habe es auch schon gesehen mit so kleinen Jäckchen. Und was noch wichtig zu erwähnen ist, dass es ein schöner weicher Walkstoff ist. Ich hatte schon welche, die wo ein bisschen zu kratzig sind. Also das ist immer, ja, je nachdem, was man bestellt, was man auch bekommt, das ist ein qualitatives Produkt auch. Habt ihr, dann habt ihr den Walkstoff, aber nicht nur die drei Sachen. Ja, ihr bekommt ja auch dieses passende Bündchen, was ihr dann für die Ärmel braucht. Und wir nähen auch demnächst was ganz Tolles. Da braucht ihr nur ein ganz kleines Stück, entweder Stoffrest oder auch Bündchen. Da freue ich mich schon. Bin ich ein bisschen am Probieren. Was noch dazu kommt, öffne mich mal. Eine Kordel. Also gerade wenn ihr dann nochmal eine Kapuze macht, dann braucht ihr eben noch die Kordel dazu und noch so kleine Handmade-Knöpfe. Auch allerliebst, auch zwei Stück bekommt ihr da. Würde ich jetzt vielleicht nicht für das Projekt oder vielleicht auf die Seite bei einer Jacke oder auch woanders drauf. Die kann man immer brauchen. Das sind sehr schön. Gerade so Holzknöpfe und ihr bekommt noch so Ösen-Patches. Die passen auch perfekt, sind auch recht groß, ideal für diese Kordel, die dabei ist. Könnt ihr aber auch anderweitig verwenden. Die werden jetzt auch so drauf genäht. Kann ich alles empfehlen, das ist ein perfekt zusammengestelltes Produkt. Ihr bekommt, wie gesagt, die ganzen Sachen ja auch direkt bei ihr, meinestoffpakete.de. Ich verlinke es euch gerne auch nochmal alles in einem Set. Ich finde, es ist ein schönes Verlosungsset. Einfach in die Kommentare schreiben, was ihr im Frühling so liebt. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und seid kreativ. Tschüss, eure Nina.